Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus Kampot, Kambodscha. Ihr werdet ja schon an der Überschrift gesehen haben, worum es in diesem Video geht, nämlich das Experiment Kambodscha und YouTube ist vollends gescheitert. Ja, ich möchte mich nochmal bei den ganzen vielen Leuten bedanken, die das letzte Video einigermaßen vernünftig kommentiert haben. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass natürlich, ich glaube, ich bin nur der einzig Blöde hier auf dieser Welt, der nichts weiß. Viele von euch wissen irgendwie komischerweise alles. Ja, ich habe leider das Problem, ich muss jeden Tag noch ein bisschen dazulernen. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Habe ich in der Schule nicht aufgepasst? Keine Ahnung. Ja, wenn man mit Western Union halt sich nicht auskennt, ist das, glaube ich, keine Schande. Ich habe damit noch nie gearbeitet. So, mit AdSense habe ich eigentlich auch noch nicht viel gemacht. Dass man da die Adresse nicht einfach so ändern kann oder dass man sich dann neu verifizieren muss, das war mir auch neu. Ja, das nur mal dazu. Aber den allen anderen, die mir Tipps und Ratschläge gegeben haben, möchte ich doch recht herzlich danken. Ja, aber ihr könnt mir glauben, ich habe alles probiert und versucht. Ja, aber nicht nur deshalb ist das Experiment gescheitert, aber da gleich mehr zu. Ja, wie ihr seht, bin ich an meinem Lieblingskreisel angekommen. Warum ist das Experiment gescheitert? Es lag nicht an euch. Es lag auch nicht unbedingt an mir selbst. Es ist einfach nur daran gescheitert, dass wir zu wenig Interessenten haben oder ich, die sich für Kambodscha, das Land und die Leute interessieren. Wenn ich sehe, dass ich mit weniger Arbeit nur in Pattaya durch die Zoll 6, 7, 8, 9 da irgendwas mehr Aufrufe und Klicks bekommen habe als hier in 2 Monaten. Ich habe das jetzt 2 Monate probiert. Jeden Tag ein Video hochgeladen. Von Straßen bis Bars, Nachtleben, in den Bars, Lady Drinks verteilt und, und. Und es hat kein Video über 1500 Klicks geschafft. Da muss ich schon sagen, es ist schon sehr traurig. Ja, ist halt so. Da muss man halt jetzt durch. Was ich noch sagen muss, ich werde natürlich das Land wieder Richtung Thailand verlassen. Das mache ich aber nicht aus dem Grunde, dass es mir hier nicht gefällt, sondern das tue ich einfach, weil es nicht finanziell hier nicht sich nicht rechnet, also YouTube hier zu machen, eine Bar aufmachen bei den 3 Leuten, die hier rumrennen, das würde es auch nicht bringen. Ein Job hier finden, es braucht niemand irgendjemanden, es sind keine Touristen da, das heißt, es braucht auch keiner irgendwelches Personal und wenn, dann würden sie wahrscheinlich die billigen Kambodschaner natürlich nehmen, ist ja logisch. Ja, also das hat sich dann deshalb dann hier für mich auch erledigt. Ja. Ja, eigentlich muss ich sagen, finde ich es schade, dass ich das Land verlassen muss. Oder verlassen, ja, muss, weil es sich einfach nicht rentiert und man hier ja auch irgendwas machen muss, um irgendwie Geld zu verdienen. Das musste ich in Thailand auch. Wenn dann wieder so clevere Aktionen kommen oder Aussagen, mit YouTube kann man nicht reich werden oder kann man nicht sein Leben finanzieren. Ja, das ist mir schon klar, aber es könnte ja ein bisschen was zugesteuert werden von YouTube.
Und das hat es in Thailand auch gemacht. Hier muss ich leider sagen, habe ich zugesetzt, was aber meine eigene Schuld ist. Ich habe eigentlich gedacht, dass Kambodscha ein bisschen mehr gefragter ist. Aber es ist halt nicht so. Also in den Suchmaschinen, Google oder YouTube, ist halt Pattaya oder Thailand die Nummer eins. Ja, zum Land selber möchte ich sagen, ich hau hier jetzt nicht ab, weil das Land so scheiße ist oder sowas. Ich habe mich hier die zwei Monate saumäßig wohlgefühlt. Es ist ein schönes Land, es sind wunderbare Menschen hier. Wenn man hier aber leben möchte und noch keine 70 oder 75 Jahre alt ist und man noch ein bisschen krauchen kann und ein bisschen Spaß haben will, möchte ich jetzt auch noch mal betonen, dass vielleicht Kampot nicht der richtige Platz ist. Schon gar nicht, wenn man vielleicht eine Freundin kennenlernen will oder sowas. Weil die meisten Mädels in den Bars, die hier rumkreuchen, die haben alle einen Boyfriend, arbeiten da für Ladydrinks halt. Und darum sage ich, wir haben hier eigentlich überhaupt keine Girly-Bars. Ja, teilweise haben sie halt einen Verlang-Boyfriend oder einen kambodschanischen. Einige gehen auch mit, aber das ist halt, wie gesagt, zum Leben würde ich dann, wenn ich in Kambodscha bleiben würde wollen, könnte, würde ich sowieso Kambodscha verlassen und nach Phnom Penh gehen. Ja, was mache ich weiterhin? Oder wie geht es jetzt weiter? Dazu gleich mehr. Ja, wie geht's weiter? Ich werde mir jetzt die Tage überlegen, wann ich das Land genau verlassen werde. Ich denke mal, das wird so am 10. oder sowas sein. 10. oder 15. Januar. Dann werde ich rechtzeitig zu meinem Geburtstag in Thailand wieder aufschlagen. Ja, es werden sich jetzt einige Leute höllisch freuen und sagen, oh, der Tom hat's verkackt. Ja, nein, das war ja eigentlich mehr oder weniger ein Experiment. Ich bin ja risikofreudig, wisst ihr ja. Ja, ich fahre auch einen Bock am Mountain hoch mit einer Klapperkiste, ohne mir Gedanken zu machen, dass ich dann vielleicht wieder runter müsste, wenn die oben kaputt gehen würde. Also, alles gut. Die Leute, die der Meinung sind, dass ich jetzt in Thailand erstmal gar nichts mehr habe oder so, auch fehl am Platz. Es wird weitergehen. Es wird nicht Pattaya werden. Das steht auf jeden Fall nicht auf dem Plan. Vielleicht mal ein, zwei Tage Urlaub machen dort, ja, das kann schon sein. Aber ansonsten ist eigentlich das angesagt, was ich von vornherein vorhatte, nämlich durch Thailand fahren. Nix, Bars, Sex Areas und werden auch dabei sein, aber mehr so das normale Thailand-Leben, das, was ich euch eigentlich auch hier in Kambodscha zeigen wollte. Und das wird passieren. Dann wird noch eine riesen Überraschung wahrscheinlich dabei sein, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber da seid überrascht, sonst wäre es ja keine Überraschung. Ja, das werdet ihr erfahren, wenn ich in Thailand bin. Ja, für alle Hater, sorry, ich bin nicht kaputt. Ja, ich verlasse nur Kambodscha. Und das muss ich leider tun, auch wenn es mir schwer fällt. Wie gesagt, es ist ein schönes Land mit netten Menschen. Aber es ist halt, wie auch einige schon gesagt haben, die Infrastruktur. Ich kann so leben, wie ich lebe. Das würde mich jetzt nicht stören, aber für das, was ich dafür kriege hier, ist es halt dann doch ein bisschen wenig. Wenn ich meinen Raum so sehe, man muss sich alles selber kaufen. In Thailand irgendwo ein Apartment, da ist alles drin, vom Teller bis zur Tasse, von der Mikrowelle.
bis zur Gabel. Da brauche ich nur meinen Koffer hinstellen und kann mich selbst versorgen. Ja, das ist hier auch gegeben, aber dann kostet so ein Raum gleich mal $300 und mehr. Wobei der dann immer noch nicht so eingerichtet ist, wahrscheinlich wie man es erwarten würde. Für den Preis. In Sihanoukville habe ich gehört von Wolfgang, der meinte, dass da so Wohnraum ist, so für 200, 250, so fast schon Thailand-Style. Das gucke ich mir gar nicht jetzt an, weil, wie gesagt, Kambodscha ist nicht im Rennen, ist kein Renner für YouTube und das wird er wohl auch erstmal die nächsten paar Jahre nicht sein. Kambodscha ist aber bei mir noch lange nicht vom Tisch. Ja, es kann also jederzeit sein, dass ihr mal wieder dann was von mir hört und ich bin wieder in Kambodscha aufgeschlagen. Ich habe ja mein Jahresvisum, ich kann da hier jederzeit auch wieder rüber. Ja, es tut mir natürlich für die Leute leid jetzt, die sich auf, ja, die an Kambodscha wirklich interessiert waren. Ich hoffe, dass ihr meinen Kanal nicht verlassen werdet. Ja, dass ihr euch genauso für Thailand und Umgebung interessieren werdet. Und genauso nett und freundlich weiterhin zu mir sein werdet, wie ihr es schon die ganze Zeit gewesen seid. Für die thailändischen Leute, die meinen Kanal schon wieder verlassen haben, weil ich da halt Kambodscha mache. Ja, ihr könnt eigentlich auch wegbleiben, weil wenn man nur, wenn man das eine nicht hat, gleich ein Abo kündigt, dann ist es auch, ihr kommt da sowieso wieder und zurück und wieder und zurück und wieder und zurück und das ist auch nervig, also bleibt einfach gleich weg. Alle neuen Abonnenten und die den Kanal hier sehen wollen und auch unterstützen wollen und mir freundlich gesinnt sind, alle seid ihr herzlich willkommen. Nochmal möchte ich erwähnen, ja, meine Videos sind jetzt kein Spielberg-Style. Ich habe erstmal nicht die Zeit dazu, irgendwie hier Schnittdinger zu machen und alles wunderschön und etc. Und wenn ich dann mal so ein Phnom Penh-Video habe, oder war das Phnom Penh? Ja, genau, das letzte. Wo dann der Ton scheiße ist, das weiß ich selber. Aber ich war zu dem Zeitpunkt schon in Kambodscha und da kann ich leider dann nicht nochmal nach Phnom Penh fahren und dieselbe Geschichte erzählen, warum ich da hingefahren bin. Ja, das ist halt so. Neu machen wollte ich es nicht. Das Hochladen war schon Akt. Man konnte was verstehen. Zwar war es ein bisschen nervig, aber man konnte was verstehen. Da sich jetzt drüber aufzuregen. Gut, die Daumen gab es nach unten. Stört mich nicht weiter. Auch 2, 3 Abonnenten sind weg. Auch egal. Tut mir ja leid für euch. Ja. Ja, habe ich noch irgendwas? Nein, wie ihr mitgekriegt habt, habe ich ja die wichtigsten Punkte gerade abgegangen und habe von dort auch gefilmt. Hier zum Beispiel sind wir gerade an der Dulien. Ja, und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier eventuell das letzte Video sein wird von Kambodscha oder Kampot. Also, wie gesagt, sobald mein Moped verkauft. Sobald mein Moped verkauft ist, werde ich mich auf die Reise machen nach Aranya Patet wieder, Poipet. Ich liebe die Fahrt dahin, wisst ihr ja. Nein, diesmal werde ich mit dem Nachtbus fahren. Ibis oder sowas ist der Anbieter hier. Der Bus soll gut sein, die Betten sollen auch ein bisschen breiter sein. Oder sogar Hotelbus mit Matratze richtig drin. Also da schläft man dann mal 9 Stunden oder 7 bis nach Siem Reap. Und von dort aus dann die 2 Stunden im Minibus, die werde ich wohl schaffen. Ja, dann wieder über den Border und werde mich dann erstmal in Aran einmieten. Mal schauen. Und dann von dort aus werdet ihr erfahren, wie es denn weitergeht. Es kann also sein, dass noch ein paar Videos von Kambodscha jetzt kommen. Solange wie ich hier bin, kann ich ja noch ein bisschen was aufzeichnen für die Abonnenten, die sich für Kambodscha auch interessieren. Ja, ansonsten sollte das jetzt alles sehr schnell gehen. Ja, gut, dann ist das halt so. Dann erfahrt ihr erst wieder was von mir, wenn ich in Thailand bin.
Ja, solltet ihr nichts mehr von mir hören, bedanke ich mich recht herzlich für euer Vertrauen und euer Watchtime und auch die, ihr wisst schon, was ich meine. Also eigentlich für alles. Ja, hat aber nicht gelangt. So, und ich muss ja mal sehen, dass ich meinen YouTube-Kanal jetzt wieder umstelle auf Thailand oder auf Kambodscha. Ich habe noch keine Ahnung. Ich werde auf Thailand machen. Ich werde dann auch zur Kasi-Kompanie gehen. Und das Erste, was ich machen werde, ist da ein US-Dollar-Konto. Konnte ich ja nicht wissen. Ja, ich hatte das mal gehört, dass man das machen kann, aber ich wusste halt nicht, oder es sollte sehr teuer sein damals. Und darum habe ich sowas auch gar nicht gemacht. Und da Western Union hier einmal frei geklappt hat in Thailand, da gehe ich dann davon aus, dass es auch hier geklappt hätte, aber leider Gottes war dem nicht so. Ja, das habe ich aber schon erzählt. Ja, jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich hier heil über die Straße komme, im Kreisverkehr, ihr wisst ja. Wenn man nicht so einfach bekommt im Kreisverkehr. Vor allen Dingen hatte ich mein Navi ja nicht mit. Dann müsste das eigentlich klappen. Ups. Ich fahre noch was immer hinten rum. Naja, hätte mich fast ein Auto noch umgekackelt hier. Ja, das soll es dann auch gewesen sein. Wie gesagt, schönen Dank für alles. Und ich denke mal noch ein, zwei Videos werde ich noch machen. Falls ihr nochmal unterwegs sind oder so, Nachtleben nochmal. Ja. Also ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gefallen. Ich muss ja immer Informationen rausgeben. Ja, ich weiß, ihr wollt immer keine Hiobsbotschaften hören. Obwohl die Hiobsbotschaften werden immer mehr angeklickt als die normalen Botschaften. Setzt sich aber dann aufgeregt, dass ihr das nicht hören wollt. Komischerweise. Aber ich bin halt so, dass ich euch alles erzähle, alle Infos gebe, die ich selber habe. Und wenn da mal irgendwelche Infos bei sind. Ich weiß, 99,9% von euch wussten, dass man mit Western Union das Geld in Kambodscha nicht abholen kann. Meine Bank hier in Kambodscha, selbst die wusste es auch nicht. Aber wie gesagt, ich bin halt der Crazy Tom, ein bisschen dumm. Ist halt so, ich wusste es nicht. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass ich diesen Weg gegangen bin hier einmal mit Kambodscha und Erfahrung sammeln und Wissen in die Birne prügeln. Ja, das ist das Schöne an der ganzen Sache. Außerdem konnte ich ein paar Informationen an euch weitergeben. Ja, für die, die nicht alles wissen. So, und die sind jetzt auch ein Stück schlauer. Wissen auch, ob sie jetzt hierher wollen oder nicht. Ja, ob sich das für die rentiert. Ich hätte alles hier schön reden können. Da liegt mir aber nicht viel dran, weil das wäre ja gelogen. Ja, und na, wie gesagt, ich hoffe, dass ihr an den Videos trotzdem einigermaßen Spaß hattet. In diesem Sinne, ich verbleibe erstmal so. Bis zum nächsten Video. Euer Tom. Ich hoffe, dass der Ton ein bisschen besser ist. Ich habe mein Funkmikrofon an. Wir schauen mal. Und Tschüssikowski.